Hi, meine Schön. Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück. So, meine Lieben, heute geht es wieder um mein Unboxing. Ja, ich bin verspätet dran. Aber wenn ihr wissen wollt, was in diesem Karton drin ist, dann sehen wir uns gleich nach dem Intro. So, wie ich bereits gerade gesagt habe, es geht um eine Box. Und zwar um die Insta-Box. Sie ist leider eine Woche durch die Gegend geirrt. Mal wurde sie zugestellt, dann wurde sie wieder nicht zugestellt. Dann war sie 2 Tage verschollen. Dann wurde sie wieder zugestellt. Da war angeblich die Filiale zu. Dann wurde sie wieder zurück, 2 Tage wieder verschollen. Dann habe ich mich beschwert. Und dann ist sie doch heute endlich in die Filiale angekommen. Eine Woche habe ich gebraucht, um diese Box zu bekommen. Ja, ich weiß nicht. Kommt ja schon mal vor, ne? Aber wenn es doch eilig ist, dann muss halt doch kommen, das Paket. Wie gesagt, wir schauen jetzt in die Insta-Box rein. Wie gesagt, ich habe doch nicht reingeschaut. Ne? Hier steht Montag, Dienstag durchgestrichen, dann wieder Filiale, dann doch nicht Filiale, dann Lagern. Ich weiß, ich habe zwar nichts vom Lagern gesagt, aber okay. Ne? Wie gesagt, ich habe sogar bei der Post angerufen und mich bisschen beschwert, ja. So, reißen wir mal den Karton auf. Ich habe so sehnsüchtig auf die Box gewartet. Oh, die ist mega schwer, die ist mega schwer. Ihr wundert euch bestimmt, warum ich heute in meinem Schlafzimmer sitze. Ja, weil mein Drehzimmer ist noch im Umbau. Sagen wir, oder ist umgebaut für andere Videos. Wie gesagt, diejenigen, die das nicht wissen, die Insta-Box kommt 4-mal im Jahr, kostet 29,95 €. Ihr könnt natürlich auch ein Jahresabo abschließen oder ein Halbjahresabo abschließen. Da müsst ihr aber allerdings 2 Boxen auf einmal bezahlen. Dann bezahlt ihr aber 27,95 € für ein Halbjahresabo. Also 2 mal 27,95 €. Aber schaut mal am besten selber drauf, weil durch die... Weil ja alles teurer geworden ist, kann das sein, dass das auch teurer geworden ist. Aber wie gesagt, normal 29,95 € und dann 4-mal im Jahr. So, das ist der erste Blick, wie immer. Ne? So. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, weil ich habe keine Brille auf und ich sehe mich nicht im Bildschirm. Genau. So. Ein kleines Heftchen. Ich habe eh keine Brille. Ich sehe das sowieso nicht. Ah, okay. Erstmal Kriselpapier. Oh, schöne Produkte drin. Schöne Full-Size-Produkte. Ich liebe diese Box. Also die Box ist astrein. So, jetzt haben wir von Sant Naturkosmetik Family Glanzspülung. Bio-Birkenblatt und Pro-Vitamin B5. Silikonfrei, natürliches Haargefühl. Vegan und bio. Ja, ich liebe ja Haarprodukte, ne? Und so eine Spülung, warum nicht? Wir riechen mal dran. Ich rieche nichts, ich muss vorsichtig. Oh, das war eine feste Creme. Ich mache das jetzt mal so wie Creme. Ja, das riecht ganz leicht, ne? Aber angenehm. Ja, das riecht angenehm. Jetzt habe ich hier kein Papier. Berichte das da so. So. Dann haben wir eine Schokolade drin. Lind. Hello. Vegan. Brezel und Nuss. Haferdrink. Okay. Neu. Graskarton. Okay. Der Karton besteht aus Gras. 100 Gramm. Und sieht aber klein aus für 100 Gramm Tafel. Ne? Bin ich gespannt. Ja, warum nicht? Ist ein neues Produkt auf jeden Fall. Ja, naschen geht immer. So, dann haben wir von S. Oliver. Okay, kennen wir. Aber ich liebe dieses. Ich habe eins letztens leer gemacht. Das war total toll. Ich weiß nicht, ob das das gleiche ist. Nicht alle S. Oliver Duschgele riechen lange nach. Aber das, was ich letztens hatte, war gut. Das könnte sogar das gleiche sein. Woman Luxury Shower Gel. 75 ml, ist eine kleine. Aber ich komme damit eine Woche aus. Ist nicht schlecht, ne? Ja, ist gut. Waschen geht immer.
Ah, jetzt haben wir eine Augencreme für alle Hauttypen von Anna Alvanovic. Kenne ich nicht, ob ich richtig ausgesprochen habe. Ich zeige euch das sofort. Mit Papayos, Pflanzenzelle plus Macadamiaöl. Pflegende Erfrischungskick, okay, ohne Parfüm. Das hört sich gut an. Das ist ein neues Produkt. 15 Milliliter, ja, für eine Augencreme ganz okay. Finde ich gut, kann ich noch nicht das Produkt. Das werden wir natürlich austesten. Das ist gut. Ja. Feuchtigkeit, Nährstoff und hinterlässt eine spürbare Frische. Spürbare Frische, okay. So, dann haben wir, was haben wir denn hier? Ah, okay. Exfoliant. 2% BHA Liquid. Okay. Ja, da muss ich mich noch selber einlesen. Genau. Ist das, was ist das fürs Gesicht auf jeden Fall? Steht leider nicht auf Deutsch. Aber ist eine Flüssigkeit, ein Liquid. Für alle Hauttypen auf jeden Fall. Skinton. Okay, das ist wie so ein Toner ist das. 118 Milliliter. Okay, ja, nicht schlecht. Paulas Zeuze. Skincare. Komische Namen. Auf jeden Fall ist das nicht schlecht. Ich werde mal dran riechen. Oh, geht gar nicht auf. Okay. Schlecht ist es nicht. Für nach dem Waschen. Riecht nach nichts. Okay. Dann haben wir noch ein Cleansing fürs Gesicht. Zum Reinigen. Finde ich gut. Orimei. Victoria Swarovski. Okay. Bei Victoria Swarovski. Okay. Tierversuchsfrei vegan. Der zarte Mittelrinnenschaum mit Aloe Vera und Hyaluronsäure befreit die Haut von Make-up-Rückständen, Schmutzpartikeln und überschüssigem Hautfett. Okay, morgens und abends 1-2 Pumpstöße auf die angefeuchtete Haut auftragen, in kreisenden Bewegungen sanft einmassieren, mit warmem Wasser abspülen. Ja, das ist gut. Das finde ich gut. Oh ja. Ah, leider eine Plastikflasche. Schade. Aber ich mache das jetzt einfach mal. Ui. Riecht nach gar nichts. Das ist nicht schlecht. Gut, jetzt muss ich jetzt natürlich... Okay. Ja, müssen wir austesten. Riecht auf jeden Fall nach nichts. Wird jetzt so cremig. So. Müssen wir auf feuchten Haut mal austesten. Auf jeden Fall riecht das noch gar nichts. So, jetzt sind meine Hände nass. Jetzt nicht mehr. So, oh gut, das finde ich gut. Das geht ja immer bei mir, ne? Okay, wusste gar nicht, dass die Victoria Swarovski Gesichtsreinigung macht oder Hautpflege hat. Oh, wir haben noch so viel hier drin. Wir haben sogar dekorative Kosmetik. Oh, darüber freue ich mich auch. Ich hoffe, dass das ein Lippenpflegestift ist. Weil meiner ist nämlich schon fast leer. Von Elisabeth Aden haben wir hier ein kleines Pröbchen drin. Aber es ist leider kein Lippenpflegeprodukt. Das ist, glaube ich, dieses für Tag und Nacht, ja. Die Haut mit feuchtes Versorgen und schützt die Hautzellen überall. Ganz nach Mittag. Formt sogar Augenbrauen. Okay, wie ist das für Tag und Nacht? Feuchtigkeitsversorgung, für die Feuchtigkeitsversorgung der Haut. Und hier formt Augenbrauen, steht hier drin, drauf. Augenbrauen? Was? Ihre Ausstrahlung spendet trockenen Händen Feuchtigkeit und pflegt sowohl Nagelhaut als auch Nägel.
Sorry Leute, ich habe keine Brille auf. Ich muss halt hier irgendwie entziffern. Auf jeden Fall ist das ein kleines Röpchen von 5 Milliliter. Ja. Hautberuhigende Repair-Balsam, das Original. Warum nicht gleich so? Okay, eine Pinzette, ja, Pinzetten gehen ja immer, aber keine besondere Marke, ne? No Name. Ist okay, ja. Die sind gut, kann man gebrauchen. Dann haben wir einen Pinsel hier drin, ne? Ein Pinseli. Blender Blush, okay, ja. Das ist nicht schlecht. Ich werde den mal auspacken. Also die Box lohnt sich für 29,95. Ne? Wir haben Full-Size-Produkte drin. Okay, ein bisschen kleine Pröbchen, aber das ist nicht schlimm. Dafür haben wir jede Menge Produkte. Also die Box lohnt sich definitiv. Ne? Wenn man überlegt, was man für die Glossy-Box bezahlt, mittlerweile knapp 18 Euro. Ne? Da haben wir Pröbchen drin. Das ist aber ein schöner Pinsel. Der ist schön fest. Ja, der gefällt mir. Schön klein, kann man schön ausblenden für die Kleinen hier vorne. So, ne? Ja, das ist gut. Oder hier unten zum Ausblenden. Ja, der gefällt mir. Schön. So, dann haben wir von Avon was drin. Ne? Sogar zweimal Avon, glaube ich. Jo. Zweimal Avon habe ich hier drin. Die Glimmer Sticks. Einen habe ich ja schon. Oh, das ist schön. Einmal ein schönes Grün. Schönes Grün. Finde ich gut. Oh ja. Ich zeige euch das sofort. Und dann nochmal ein Glimmer Stick von Avon. Oh, es ist schön. Mag ich. Und den einmal. Ich zeige euch sofort die Swatches. Ich glaube, es ist einmal mit Schimmer und einmal ohne Schimmer. Kann das sein? Ja, ne? Hier steht Glimmer Stick. Aber der hat keinen Schimmer. Der hat keine Schimmer. Der eine hat Glimmer und der andere nicht, okay? Ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Hoffe ich auf jeden Fall. So, und dann haben wir noch eine Lidschattenpalette drin von Pixie. Und von Pixie habe ich noch keine Lidschattenpalette. Nee. Oh, schaut mal. Ich freue mich riesig. Ich mag nämlich Pixie. Pixie bei Petra. Schön, ist auch richtig schön schwer. Wie heißt die? Rosette. Rosette. Okay. Gibt wohl auch verschiedene Ausführungen. Ja, ist Plastik, ne? Oh. Wir haben hier 5 matte Töne drin. Ein Topper. Ich würde sagen, ein Topper und 3 andere schimmerfarbene Farben. Oh. Schade, dass ihr das nicht sehen könnt. Das glitzert hin und her, ne? Reflektiert. Dieser Ton hier, dieser Ton, der glitzert total. Eben so kleine Glitzerpartikel, aber, ne? So feiner. Schön. Und da ist ein bisschen mit Glitzer drin und anderes nur Schimmer. Aber schön, schaut mal. Schön, oder? Davon müssen wir auf jeden Fall ein Schminki machen. Das gefällt mir. Schöner großer Spiegel drin. Schön. Ja, toll. Ich muss sagen, toll. Wir haben die Eyeshadow-Palette. Eine ganz tolle Eyeshadow-Palette von Pixie. Die kenne ich noch nicht. Freue ich mich, die auszutesten. Fühlt sich, obwohl das Plastik ist, fühlt sich echt hochwertig an. Muss ich echt sagen. Dann haben wir von Avon. Ich glaube, der eine ist das für... Ach, Lip Liner ist das, okay, wollte schon sagen. Glimmer Stick, aber für Lippen. Das ist ein Lip Liner, ne? Schön. Und das andere müsste für die Augen sein, ne? Ja, ein Eyeliner, wo ist er denn jetzt? Ein Eyeliner. Gut. Dann den Pinsel, ne? Dann haben wir diesen 2%igen BHA Liquid Exfoliant. Ist so ähnlich wie ein Toner. Für Poren, ja, das ist gut. Soll die Poren so ein bisschen verkleinern, ne? Haarspülung, was zum Duschen,
Gesichtreinigung, eine große Flasche, 150 Milliliter. Dann das kleine Pröbchen von Elisabeth Arden. Auf jeden Fall kann man damit die Augenbrauen formen. Wusste ich auch noch nicht, muss ich austesten. Und eine Augencreme. Die kleine Pinzette. Ne, die Pinzette. Und was Süßes zum Knabbern. Finde ich gut. Tolle Box, muss ich echt sagen. Könnt ihr mir gerne in den Kommentaren schreiben, wie ihr die Box findet. Ich finde die astrein, muss ich echt sagen. Tolle Produkte und ich freue mich schon wieder auf die nächste Box, die aber jetzt leider erst im Frühjahr wiederkommt. Wir müssen jetzt also wieder 3 Monate warten. Leider, 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 aber ist so, ne? Auf jeden Fall haben wir tolle Sachen drin. Es gibt sogar für Avon einen Gutscheincode, InStyle Glimmer. Glimmer, InStyle Glimmer, ich zeige es euch sofort. Ab einem Einkaufswert ab über 25 Euro. Okay. Okay. Wenn ihr den eingibt und für 25 Euro was bei Avon kaufen tut, bekommt ihr ein gratis Glimmer Stick. Gratis dabei. Mhm. Ja, warum nicht, ne? Ja. Jo. Preise suche ich euch raus. Und die neue Clean Beauty Linie von Victoria Swarovski. Kriegt man mehr Produkte. Mhm. Na? Sieht interessant aus auf jeden Fall. Ja, schön. So, wie gesagt, ihr könnt mir gerne kommentieren, wie ihr die Box findet. Ich finde die astral, ich finde die super. Nur schade, dass sie so spät gekommen ist. Sehr, sehr, sehr schade. Ich kann euch die Box nur ans Herz legen. Wie gesagt, alle 3 Monate, 29,95. Wenn ihr euch 10 Euro jeden Monat weglegt, dann habt ihr die zusammen. Wie gesagt, ob ihr jetzt 17,95 Euro zahlt jeden Monat oder alle 3 Monate, 29,95 Euro. Und ihr habt tolle Produkte drin, ihr habt reichlich Produkte drin. Wie gesagt, das variiert auch immer. Ne? Ihr könnt gerne mal in den anderen Videos von mir reinschauen, von den Install-Boxen, was sonst immer so drin ist. Auf jeden Fall finde ich die echt super, muss ich echt sagen. Ja. Wie gesagt, reichlich kommentieren, Däumchen nach oben natürlich, dürft ihr mich auch gerne abonnieren, würde ich mich riesig drüber freuen, wenn ihr mich unterstützen würdet. Genau. So. Das war jetzt mal ein Video aus dem Schlafzimmer. Ja. So, meine Lieben, wie gesagt, ich verabschiede mich jetzt. Dankeschön fürs Reinschauen, Zuschauen, dranbleiben, denken, passt auf euch auf, achtet auf euch, auf eure Mitmenschen. Wir sehen uns, eure Tanja. Ciao, Schiskowski, bye, adieu, adieu. Tschü, 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 tschü,